Jetzt können wir etwas machen, was man normalerweise selten in Dark Souls machen sollte, nämlich durchrennen. Wir rennen nämlich einfach direkt schnurstracks hier rein. Wow. Und um die Ecke. Und einfach weiter. Und einfach weiter. Und einfach weiter. So. Seele eines Helden, schimmernder Lebensstein, Klosteramulett. Magie des Halbexzentriker. Okay. Ja, hier ist eine kopflose Statue. Du wirst lebendig. Gut, du warst lebendig. Ah ja, die gefrorene Blume. Hier ist übrigens eine Wächterstatue, die nichts macht. Netterweise. Ja, die gefrorene Blume ist unser letzter DLC-Schlüssel. Ein steinernes Ornament in Form einer Blume, kalt genug, um selbst die größte Hitze abzukühlen, öffnet die Tür zu einem neuen Pfad am Schrein des Winters auf dem Weg zur großen Burg. Jo. Ja, der patrouilliert da. So, weg mit dir. Dann gleich mal medizinisch heilen. Ich weiß jetzt gerade nicht, wirst du lebendig? Nein. Hurra für Rollen, genau. Und du bist doch keine Mimik. Nein, du hast nämlich kein hässliches Vorhängeschloss. Du hast aber auch nur 15 Finsterpfeile. So. Okay, hier ist auch nicht mehr wirklich was, was bewacht wird. Und ja, der Kumpel hier. Da hat sich König Wendrick einen Eisentrachtritter, eine Eisentrachtritterstatue, einfach mal so bedrohlich um die Ecke stellen lassen. Also wenn man hier um die Ecke kommt, dann kriegt man gleich mal einen Schreck. Die Jungs sind alle nicht echt. Du bist auch nicht echt. Hier können wir kurz aus dem Fenster gucken, aber wir sehen nicht wirklich viel. Hurra für zerstörte Ausrüstung. Japp. Das hier ist ein Säureraum. Versucht Pferd. Ich lasse das aber erstmal gut sein, bis ich die da oben getötet habe. Au. Dafür erstmal dich töten. Hier sind wieder so kopflose Ritter. Von euch hier ist sonst keiner lebendig. Gut. Was ist mit euch? Ihr seid auch nur Statuen. Und ja, wir sind jetzt oberhalb des Eingangs mittlerweile angekommen. Also nachdem wir runtergerutscht sind und eine ganze Weile hochgelatscht sind. Dort sind wir hergekommen. Dort ist der Eingang. Vorsicht vor Nachahmung. Finstergeist. Falle voraus, versucht rollen. Ja, das hier wird jetzt ein böser Raum. Diese Gesichter sind nämlich böse und können nicht zerstört werden. Genau. Glitzer des Titanit, Seele tapferer Krieger. Schwäche Joggen, übrigens Schwäche Sprint.
Oh, genau, die vergiften nämlich. Und zwar ziemlich gut, wie man gesehen hat. So, öffnen wir die Türe. Da sind wir nämlich oberhalb dieses Säurebeckens. So. Ah ja, es werden mehrere von euch wach. Die Ecke ist jetzt gemein. Nicht nur, dass wir gegen zwei Sihansritter gleichzeitig antreten müssen, wir haben auch noch den Giftraum im Nacken. So. Ja, mach dein Lichtschwert. So. Und weg bist du. Ich möchte nämlich nicht unbedingt, wenn es nicht sein muss, nochmal in diesen Giftraum reinrollen. Okay, das waren zwei. Du wirst auch lebendig, genau, das habe ich noch gewusst. Und weg mit dir. Ja, jetzt unbedingt noch mal backstabben. Und Syanskabaschen. Ha, wir haben die komplette Rüstung. Sehr gut. So, fossiler Drachenknochen. Den nehmen wir auch noch gerne mit. So, jetzt könnte es etwas hässlich werden. Genau, Finstergeist, namenloser Thronräuber. Hier begegnen wir ihm oder ihr zum ersten Mal. Im Allgemeinen ist sie nicht sonderlich schwierig. Ihr Hauptproblem ist halt, sie ist sehr schnell. Sie hat aber wenig Rüstung. Deswegen können wir sie leicht unterbrechen. So, namenloser Thronräuber wurde besiegt. Jupp. Menschenbild für uns. Au. Einer von euch wird lebendig, oder? Ja, einer von euch wird lebendig. Deswegen habe ich ihn auch gleich angehauen, sonst wäre er uns in den Rücken gefallen. So. Noch ein Syrans-Helm. Wie nett. Und jetzt die beiden Scharfschützen hier loswerden. Gut, okay. Die beiden sind wieder kopflos, also machen sie nichts. Man merke, kopflose Statuen sind kopflos. Du wirst lebendig. Du bist tot. Scheinbare Wand voraus, ja. Leuchtfeuer voraus. Nämlich hier. Da ist die Seele eines tapferen Kriegers. Da ist das Leuchtfeuer, was ich gerne zünden würde. Deswegen habe ich mit der Sapsche da unten gewartet. Dass wir nämlich nicht nochmal durch den Ruinenraum müssen, also mit den ganzen Ruinenwächtern. So, weg mit dir. Truhe, öffne dich. Genau, und hier ist der Jägerschwarzbogen. Stimmt, auf den hatte ich auch ganz vergessen. Das ist der beste Bogen im ganzen Spiel, wenn man auf Dexchart spielt. Der hat nämlich von Anfang an Rang S Dexterity. Er ist jetzt halt etwas schlechter als mein Langbogen, bei der schon plus 3 ist. Aber der wird sofort genommen.
Gut, wir haben hier alles geklärt. Deswegen machen wir uns jetzt komplett nackig. Ja, das könnte man jetzt falsch verstehen, wenn man sich so ansieht. Wir können jetzt hier einfach durchwarten. Oh shit. Das hatte ich irgendwie verdrängt. Dass da von hinten zwei kommen. Blitzspeer. Schild. Ja, jetzt machen wir mal eine auf Amazone. Einer ist weg. Hey, du da. Komm her. So. Genau, das waren zwei von hier, die einfach so lebendig werden konnten. So, und jetzt können wir doch mal da reinrennen. Weil die Spuckdinger, die machen uns jetzt nichts. Und wir selber haben ja zurzeit keinerlei Rüstung an, die kaputt gehen könnte. Also können wir hier die unglaublichen, sinnlosen drei Rostuhren rausholen. So. Aber dass ihr das alles auch mal gesehen habt. Gut, rüsten wir uns wieder aus. Speer. Klerikerglocke. Jägerschwarzbogen, Schild und Fernglas. Reicht uns nicht das alles aus? Gott, warum hat sie so blaue Knie? Fällt mir gerade so auf. Nein. Alva Helm, Alva Rüstung, Alva Stulpen und Alva Gamaschen. So, und damit können wir dann weiter. So. Einmal heilen. So, hier haben wir alles erledigt. Das heißt, wir können jetzt hier hoch. Hier ist nichts. Hier ist auch nichts mehr gewesen. Hier stehen übrigens wieder solche Statuen von den alten Rittern aus Heides Flammenturm. Ja, wenn man auf die Details so achtet. Das da müsste übrigens der Empfangsraum sein, wo wir... Oder ist das der Thronraum, wo der hinter dem Kanzler stand? Ich glaube, das war der Thronraum hinterm Kanzler. Ja. Weil das da ist der Weg, wo wir reingekommen sind. Man sieht schon, das Schloss ist sehr groß. Und wir sind noch nicht mal fertig. Wir sind noch nicht mal bis hoch zum Turm gekommen, den man von außen aus sehen konnte. Wir haben nur hauptsächlich jetzt die Flügel nach oben gemacht. Ja gut. Und da wartet jemand auf uns. Versucht zerstört, aber Loch. Ja, irgendwie haben es Leute schon geschafft, zu ihr rüberzukommen. Ich habe nämlich schon mal Nachrichten dort drüben gesehen. Ich bin mir aber auch nicht sicher, wie die das hingekriegt haben. Ja, hier geht's weiter, gut. Aber reden wir erstmal mit ihr hier. You have fought admirably on your journey, cursed undead. I am Nashandra,
Queen of Dranlake. A true monarch carries the weight of their souls. The last king of this land, King Vendrick, as he was called. He found the strength to rule his people, and when the undead were born, cursed. He found more strength to face them. But in the end, he never took the true throne.